Mr. Fry, ich nehme an, Sie hatten ein produktives Treffen mit Mr. Owen. Oh ja, wir haben ganz wunderbar geplaudert. Ich fand heraus, dass der Mann hinter Starex Beruhigungssirup John Elliotson ist. Dr. Elliotson, den Namen habe ich wirklich schon lange nicht mehr gehört. Er war ein brillanter Herzspezialist, bis er sich völlig verrannte in Phrenologie und Mesmerismus. Das kostete ihn seine Karriere. Also, wie sollen wir vorgehen? Oh, bei allem Respekt, Mr. Darwin, ich glaube, ich sollte allein weitermachen, denn schließlich wollen wir ja keine unnötige Aufmerksamkeit erregen. Das ist sehr weise. Viel Glück, mein Junge. Oh, und Mr. Fry, sollten Sie einmal die Zeit erübrigen können, bitte schauen Sie doch bei mir vorbei. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Assassin's Creed Syndicate. Beim letzten Mal haben wir uns ja mit dem guten Mr. Owen ein bisschen unterhalten und herausgefunden, wer für die Herstellung des Sirups verantwortlich ist, und zwar ein gewisser Dr. John Elliotson. Und ja, um Starrick aufzuhalten und seinen Sirup aufzuhalten, müssen wir natürlich den guten Doktor jetzt eliminieren. Und ja, hier sind sogar Rooks in der Gegend und deswegen sind wir jetzt hier im Prinzip bei der Lambeth-Anstalt. Und ich sehe, dass wir da oben scheinbar, irgendwo hier ist sogar noch eine Kiste, glaube ich, aber dass wir hier oben sogar noch einen Aussichtspunkt haben, den wir noch nicht haben. Den wir noch nicht geholt haben, noch nicht synchronisiert haben, so vielleicht besser. Und ich würde sagen, bevor wir das Attentat angehen, machen wir das vielleicht sogar, denn die Sache ist ja, dass, ja, ein Aussichtspunkt immer hilfreich ist. Und vor unserem ersten Attentat, ja, und ich sage mit Absicht erstes Attentat, ihr werdet gleich sehen, worin es sich unterscheidet, werden wir, ja, vielleicht einen Aussichtspunkt ganz gut gebrauchen können. So, aber bevor wir überhaupt etwas machen können, müssen wir uns erstmal einen Überblick über das ganze Gebiet verschaffen. Und dafür müssen wir da runter. Und ich würde sagen, wir gehen dann tatsächlich durch den Eingang da rein. Der scheint ziemlich in der Nähe zu sein. Da sollte das doch an sich relativ gut sein. Da sollten wir doch relativ gut an die Stelle da direkt kommen. So, die Frage ist, was ist das denn für ein Eingang? Ich vermute mal jetzt einfach ein Fenster, oder? Ja. Die große Frage ist natürlich, wie viele Wachen da so rumrennen an diesem Fenster. Die ist ein Stockwerk tiefer. Keiner. Sehr schön. Wo finde ich jetzt den Doktor? Hier ist echt keine Wache. Sehr gut. Na gut, dann gucken wir uns doch mal um, würde ich sagen. Wie Sie sehen konnten, kann die Aufwendung von zu starkem Druck manchmal zu unerwarteten Ergebnissen führen. Leider habe ich das Organ ruiniert. Schicken Sie einen Kadaver. Sofort, Dr. Elliotson. Ich schere mich nicht um Ihre Ethik. Und noch viel weniger um Ihre verdammten Patienten. Jetzt her mit dem Schlüssel. Ach, was haben Sie vor? Haben Sie nicht gehört? Sie sind gefeuert. Jetzt verschwinden Sie. Nun gut. John Elliotson eliminieren, das Gebiet erkunden, Gelegenheiten identifizieren. Zwei haben wir schon gesehen. Eine Infiltrationsgelegenheit, bei der es wahrscheinlich um den Schlüssel gehen wird. Und eine Gelegenheit für ein einzigartiges Attentat. Ja gut, dann machen wir uns mal daran, den guten John Elliotson zu eliminieren. Der gibt hier scheinbar gerade eine Vorlesung oder sowas. Wie stelle ich es an? Tja, das ist die Frage. So, was haben wir denn? Da haben wir den jungen Arzt. Vorteil, schaltet ein einzigartiges Attentat frei. Nehmen Sie den Platz einer Leiche ein, um den Operationssaal zu erreichen. Stimmt, der hat ja gerade einen Kadaver angefordert. Wäre also an sich clever. Dafür müssen wir natürlich die echte Leiche verstecken.
Wäre an sich eine coole Sache, glaube ich. Vor allem, weil wir da sehr überraschend kommen können für unser Opfer. Und die da ruft die ganze Zeit schon um Hilfe. Die Schwester. Ja, es geht tatsächlich um den Schlüssel. Öffnet alle Türen in der Anstalt mit der Schwester reden. Wahrscheinlich müssen wir dafür erstmal den Schlüssel besorgen, vermute ich jetzt einfach mal. Die Frage ist natürlich, wenn ich sowieso in den Operationssaal geschoben werde, lohnt es sich dann überhaupt, den Schlüssel für zurückzuholen, damit ich alle Türen öffnen kann? Ich sag mal so, ich weiß natürlich nicht. Es gibt hier scheinbar ein paar Türen, auch zu diesem Saal. Ich weiß natürlich nicht, wie viele Türen auf dem Weg darunter sind. Deswegen kann es sich schon lohnen. Außerdem schreit die Frau um Hilfe und einer Frau in Not helfen wir doch immer. So, die Frage ist, wie wir am besten zu ihr kommen. Ist da direkt... Da scheint direkt ein Eingang bei ihr zu sein. Dann würde ich sagen, nehmen wir doch direkt den. Es ist sowieso so eine Sache, die sollte man beachten. Wenn man in irgendein Gebäude oder irgendein Gebäude infiltrieren muss, um jemanden zu erledigen. Ja, ich bin ja schon da. Dann ist die cleverste Variante oder dann ist es manchmal durchaus clever, für verschiedene Sachen verschiedene Eingänge zu nutzen. Und nicht die ganze Zeit durch das Gebäude zu schleichen. So, meine Gute, da bin ich. Was ist denn los? Junger Mann, Hilfe! Ich muss sofort mit Miss Nightingale sprechen. So ein Wüstling hat meine Schlüssel und hier ist sonst niemand. Ich komme hier nicht raus. Ihre Schlüssel. Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich kann Ihnen vielleicht weiterhelfen. Oh, gut. Ich danke Ihnen, Sir. Oh. Na, Sie wissen ja, wo Sie mich finden, Sir. Gehen Sie, Sir. Ich warte hier. Ich hab's schon verstanden. So. Den Typen da müssen wir wahrscheinlich bestehlen. Ja, den Generalschlüssel stehlen. Die Frage ist natürlich jetzt... Dieser Dr. Elliotson ist wirklich ausgesprochen exzentrisch. Wie kommen wir am besten dahin? Dr. Elliotson muss daran gehindert werden, seine Experimente fortzusetzen. Ja, das denke ich auch. Ich muss mit Schwester Nightingale sprechen. So, dann hole ich mir jetzt erstmal den da, würde ich sagen. Dann gucke ich mich hier mal ein bisschen um. So, da ist der Typ, den ich brauche. Der rennt blöderweise oben rum. Das heißt, ich müsste erstmal irgendwie nach oben kommen. Jetzt kommt er runter. Moment, das gucke ich mir mal genauer an. Ganz vorsichtig. Er ist blöderweise auf der anderen Seite, so wie es aussieht. Das Problem ist, dass da zwei Leute dazwischen stehen. Also, ich kann natürlich theoretisch... Ah, nee, die sind zu weit weg. Den könnte ich erledigen. Aber der andere guckt ja in meine Richtung. Das bringt ja noch nicht mal was, zumal dann wahrscheinlich auch andere Leute eliminiert werden. Ich glaube, das bringt nicht so viel. Aber einfach hier hochklettern wird, glaube ich, auch nichts. Guck mal, da ist eine Truhe. Interessant. Er kommt auch nicht hier rüber, wie es aussieht. Der bleibt oben. Da ist eine Leiter. Ja, das denke ich auch, meine Gute. Da kann man von oben theoretisch kommen. Da ist doch ein Eingang. Wahrscheinlich ist dann oben der Eingang und ich kann von oben... Dann wäre ich zumindest im oberen Stockwerk. Dann muss ich mir um die beiden da keine Sorgen mehr machen. Ich glaube, das probiere ich tatsächlich mal. Ach, guck mal, hier gibt es wieder so eine Sachen zum Verstecken. Sehr schön. Kann ich vielleicht auch benutzen. Muss ich mal gucken. So, dann gucken wir mal. Gehen wir hier erstmal wieder raus. So, jetzt der Eingang. Der ist wahrscheinlich oben, oder? Ja. Wenn man da von oben kommen kann, wird dann wahrscheinlich der Eingang oben sein. Das ist an sich schon mal sehr gut. Da. Dann gucken wir mal, dann kann ich nebenbei vielleicht sogar... Oh, es ist sogar eine goldene Kiste, die Kiste mitnehmen. Ich sag's mal so, selbst wenn ich jetzt eine Kiste sehe, werde ich jetzt nicht zwingend versuchen, diese Kiste zu holen. Einfach weil ich denke, dass das nicht meine Aufgabe hier ist. Meine Aufgabe ist, den Doktor zu eliminieren. Aber wenn ich schon dran vorbeilaufe und das sogar... eine goldene Kiste ist, dann nehme ich die eigentlich ganz gerne mit, muss ich sagen. So, was haben wir denn da? Jetzt hat er das wieder nicht geplündert, das hatten wir doch schon mal. Ja, jetzt. Ein Tanjavur-Gift, naja gut. Weiß nicht, wofür ich das jemals brauchen werde, aber okay, gut. Stecken wir mal den Zylinder weg und gucken jetzt mal. Hier ist die Leiter, die ich gesehen habe, okay. Und da rennt der Typ rum. Die Leiter brauche ich jetzt nicht zwingend. Nimmt ihr den Schlüssel ab und feuert sie einfach.
Sowas mich jetzt blödes. Direkt hier rein? Ja, jetzt dreht er sich natürlich um. Ich hab's fast geahnt, dass ich nicht schnell genug bin. Aber zum Glück habe ich hier gleich eine Versteckgelegenheit. Dann kann ich mir eigentlich einfach ranpfeifen. Das dürfte ja keiner merken hier. Da ist mir das scheißegal, mein Freund, dass du hier wieder rauskommst. Das ging schnell und einfach. Den Schlüssel hätten wir damit schon mal schön. Jetzt können wir theoretisch alle Türen hier öffnen. Die Frage ist, kann ich jetzt auch der Frau helfen? Der Schwester? Das weiß ich gerade ehrlich gesagt gar nicht. Können wir ja mal ausprobieren. Gehen wir mal auf jeden Fall zu ihr zurück. Ich meine, die stand ja auch vor einer verschlossenen Tür. Und es ist auf jeden Fall, das finde ich gut, nicht mehr so wie in Unity, dass man automatisch raus muss, sobald man hier einen reingezogen hat. Ich meine, es ist natürlich irgendwo logisch, dass man nicht unendlich Leute hier reinziehen kann. Deswegen hat das Unity ja gemacht. Aber, ja, ich denke mal, zwei Leute sollten in so einem, was auch immer das sein soll, Umkleideplatz haben. Ich werde es so machen, und zwar, ich fand das auch immer unlogisch, dass man theoretisch 10 Leute in einen Heuhaufen ziehen kann. Das fand ich immer schon unlogisch und man dann selbst noch darin Platz hat. Ich werde es machen, dass ich pro Versteck nur eine Wache töte. Das ist so ein bisschen so eine, es sei denn, okay, ich wollte schon sagen, es sei denn, die sucht hier drin. Das ist so ein bisschen eine kleine Herausforderung für mich, weil ich es einfach logischer finde. Ich denke, eine Person und ich haben in einem normal großen Versteck noch Platz. Wo ist der Typ denn jetzt? Ach da. Haben in so einem normal großen Versteck Platz. Aber wie gesagt, ich finde es halt auch ein bisschen unlogisch, dass man 10 Leute reinholen kann. Ist nicht ganz logisch. Daher fand ich die Idee von Unity schon an sich gar nicht schlecht. Ich fand es bloß ein bisschen, naja, sinnlos, dass es nur für diese Verstecke galt und zum Beispiel nicht für Heuhaufen, aber okay. Geht der hier vorbei? Dann kann ich doch vielleicht, wenn ich schnell bin. Ah, nee, ich glaube nicht. Oh, doch, er dreht um. Sehr schön. Dann mache ich einfach wieder hier raus. Und hepp. Zack. Sehr schöne Sache. Gut, dann probieren wir jetzt erstmal ganz kurz, ob wir ihr theoretisch helfen können. Müssen wir mal ausprobieren. Ich meine, theoretisch können wir alle Türen öffnen. Das müsste ja eigentlich auch für diese Tür gelten, vor der sie gerade steht, ne? Und aus der sie raus möchte. So, die Frage ist, wo war die gute Frau denn jetzt? Da, glaube ich, ne? Bei dem Eingang direkt, ja. Einmal runter dann. Und hepp. So, und dann ist die Frage natürlich, wie gehen wir den Rest des Attentats an? Also, wie kommen wir zu unserer besonderen Attentatsmöglichkeit? So. Beziehungsweise zu dieser Leiche. Von außen kann ich es schon mal nicht, habe ich gerade gemerkt. Aber vielleicht von innen. Vielleicht kann man die Türen aus irgendeinem Grund nur von innen öffnen. Ich weiß es ja nicht. Achso, so. Sehr schön. Ich bin Ihnen sehr dankbar, Sir. Ich werde Miss Nightingale informieren, dass ich nie wieder für diese Anstalt arbeiten werde. Ist auf jeden Fall gut so, meine Gute. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie komme ich da runter? Das ist die große Frage der Fragen. Achso, das war sie. Das ist die große Frage der Fragen. Da komme ich direkt zu der Tür, wo er... Da ist die Tür, die ich aufmachen könnte, um in den Vorlesungssaal zu kommen. Aber da könnte er was bemerken, das will ich ja gerade nicht. Ich will mich ja schon da reinfahren lassen, das ist ja schon cool. Meiner Ansicht ist hier nicht auf der Seite irgendwo ein Eingang, obwohl das ist eigentlich, naja, so richtig habe ich hier keine Idee. Ich probiere es mal von oben da. Also ich habe jetzt hier persönlich keine Idee, hier fehlen halt irgendwo die Eingänge gerade, muss ich sagen. Theoretisch müsste ich jetzt da irgendwie hin. Also ich glaube fast, das ist irgendwo bei diesem Gebäude da. Ich kann theoretisch da runterrutschen. Vielleicht hilft das in irgendeiner Form. Mal gucken. Da hinten kommt gerade einer hoch, aber bis dahin sollte ich ja weg sein. Da ist auch irgendwo wieder eine Truhe. Oh, verdammt. Weg, 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 weg. Hat er mich gesehen? Oh, ich glaube, er hat mich gesehen. Also er hat zumindest was gesehen oder gehört. Aber gut, dann musst du halt sterben, mein Freund. Okay, die Frage ist, ich habe hier schon gesehen, hier kann man scheinbar nach unten. Die Frage ist, will ich oben lang oder unten lang? Was ist cleverer? Also hier oben läuft immer eine Wache rum, ist vielleicht nicht so clever. Ich glaube fast, wir machen unten lang. Und den kann ich scheinbar auch ganz gut eliminieren. Und, ui.
Hier sind aber schon noch ein paar. Der liegt hier auf jeden Fall auch ganz gut. Ich meine, ich glaube, das hier ist sogar tatsächlich ein Versteck, ne? Genau, ich könnte den theoretisch jetzt hier verstecken, aber der liegt eh dahinter. Von daher, scheiß doch drauf. So, die Frage ist, da laufen auch ein paar Wachen rum. Da läuft noch einer rum. Das ist langweilig. Na gut. Da kann ich nichts machen, mein Freund. Oh Gott, habe ich mich gerade erschreckt. Es war einfach nur eine Patientin, die hier rumläuft, warum auch immer. Dass die hier rumlaufen darf. Die kommen einfach von da, ey. Wow. Okay, pass auf, ich erledige mal dich. Und zack. So, dann ihn da noch. Nach Möglichkeit. Jetzt geht er hier rüber, das gibt's doch überhaupt nicht. Irgendwen höre ich hier auch schreien. Komm mal her, Freundchen. Oh, jetzt sieht er wahrscheinlich sogar die Leiche, oder? Ist nicht so gut. Ah, nee, sieht er nicht. Er konzentriert sich erst aufs Geräusch und dann auf die Leiche. Schön. Das Gute ist... Ach, guck mal, da wäre sogar ein Versteck gewesen. Das Gute ist, jetzt kann das, glaube ich, keiner sehen. Selbst wenn hier jemand mal zufällig in den Gang guckt. Ach, guck mal, das haben wir doch gesehen. Ich glaube, hier sind wir ganz in der Nähe. Das war clever. Ich wollte eigentlich ein Doppelattentat machen. Ah, gut, das ist auch so gut gegangen. Huh. So, okay, den hätten wir gerettet. Und jetzt geht's hier nach unten. Genau, das haben wir auch in der Zwischensequenz gesehen. Eigentlich wollte ich ein Doppelattentat machen, aber gut, dass es auch so noch geklappt hat. So, da unten kommt auf jeden Fall gerade ein Feind. Das sehe ich. Kann ich dich hier hochpfeifen vielleicht? Kann ich sogar. Sehr schön, sehr schön. So, da haben wir dann noch... ich guck gleich mal. Also ich sehe noch einen Feind. Und das da hinten ist, glaube ich, dieser junge Arzt. Den darf ich natürlich nicht umbringen. Weil der junge Arzt soll mich ja dann in den Saal fahren. In den Hörsaal. Hier ist übrigens sogar tatsächlich noch eine Kiste. Aber wie gesagt, interessiert mich nicht. So, die Wache, da müsste ich noch erledigen tatsächlich. Verdammt, noch eins. Dieses in den Ecken verstecken funktioniert nicht immer perfekt, muss ich sagen. Ich wollte mich da genau an der Ecke verstecken, um ihn dann ranzupfeifen. Das ist manchmal... Es ist verbessert. Es ist verbessert, aber es funktioniert immer noch nicht perfekt, muss ich sagen. Vielleicht auch, weil die Ecke hier zu eng war. Ja gut, okay. Gut, jetzt muss ich natürlich gucken. Ich muss die Leiche jetzt irgendwie verstecken. Natürlich möglichst, wenn der Arzt das gerade nicht sieht. Jetzt ist eine gute Möglichkeit. Komm her. Ich weiß es nicht. So, jetzt müssen wir die Leiche erstmal irgendwo hinbringen. Dahin. Sehr gut. Einmal versteckt das gute Stück. So, und jetzt legen wir uns da selbst noch hin. Bevor der wieder zurückkommt. So. Das hat doch sehr gut geklappt bisher. Also nicht ganz perfekt, manchmal wurde ich so leicht gesehen, aber wie gesagt, passiert. So, jetzt müssten wir in den Operationssaal gefahren werden. Sehr schön. Hat er gerade eine Ratte getötet? Wow. Bitte schön, Doktor. Sehr gut. Wir werden unser Experiment in Kürze fortsetzen. Nicht mehr lange und wir können die Gehirne der beiden Proben vergleichen. Und da beide Exemplare eine Neigung zu gewalttätigem Verhalten hatten, sollten wir in bestimmten Bereichen ihrer Gehirne ähnliche Vorstülpungen finden. Also in meinem Gehirn wirst du nichts mehr finden, mein Freund. Endlich endet es. Und doch kann ich nur an einen Beginn denken. Ein besseres Morgen. Geschmiedet mit dem Blut von Visionären. Ich sehe nur das Blut eines Geisteskranken. Glaubst du, einen alten Mann zu töten, hält den großen Architekten der Menschheit auf?
Crawford Starrick hat glorreiche Pläne für die Menschheit. Pläne sind dazu da, vermittelt zu werden. Du bist ein Kind. Ein Kind, das glaubt, es könnte das Leid der Welt mit dem Streich einer Klinge beenden. Hast du je über die Konsequenzen deiner Taten nachgedacht, Jacob Fry? Oder hat dich dein Vater gar nichts gelehrt? Okay, den Doktor hätten wir. Und jetzt heißt es wieder irgendwie rauskommen. Das Schöne ist, hier sind tatsächlich gar keine Wachen gerade in der Nähe. Und jetzt kann ich auch tatsächlich alle Türen öffnen. So, mein Freund. Du, mein Freund, wirst jetzt mal ganz kurz sterben. So, da ist eine Wache. Wo bin ich denn hier eigentlich? Ist die große Frage. Da sind zwei Wachen. Gehen wir natürlich nur nach Möglichkeit in die andere Richtung. Ah, wir sind hier, wo wir die Schwester befreit haben. Sehr schön. Das heißt, ich weiß, dass hier ein Ausgang ist. Und da steht auch schon extra eine Kutsche für mich bereit. Ah, danke, Rooks. Gut, und ich verpiss mich dann mal von hier. Und tschüss. Das wäre das. Das war doch ganz gut. Warum sollte ich auch hier eine Kugel abfeuern, ganz ehrlich? Das hätten wir doch hingekriegt. Sehr gutes Attentat. Und ja, dann würde ich doch mal sagen, schauen wir mal, wie es weitergeht. Braves Mädchen. Oh, und eine Schusswaffe, Revolvermodell Nummer 1. Allerdings ist tot und die Beruhigungssirup-Produktion ist eingestellt? Ungeheuerlich! Fry hat vor, ganz London in die Hände des wütenden Pöbels zu übergeben. Oder vielleicht hat er auch überhaupt nichts Besonderes vor, danke, Philipp, sondern will nur mit unserem Leben spielen. Die Anstalt wurde dicht gemacht. Die medizinische Versorgung der ganzen Stadt ist gefährdet. Er will nicht, kann nicht die Konsequenzen seiner Taten erkennen. Der Mann ist offensichtlich ein Anarchist. Gentlemen. Dieser Tee wurde mir aus Indien geliefert. Per Schiff. Dann vom Hafen hinauf in eine Fabrik, wo er verpackt und per Kutsche zur Tür gebracht wurde. Dann wurde er ausgepackt und nach oben gebracht, zu mir. Diese Männer und Frauen arbeiten für mich. Alles verdanken sie mir, Crawford Starrick. Ihre Arbeit, ihre Zeit, ihr ganzes Leben an sich. Sie arbeiten in meinen Fabriken und auch alle ihre Kinder. Und Sie kommen zu mir und sprechen von Jacob Fry? Diesem unbedeutenden Flegel von einer Bande namens Assassinen? Sie missachten eben die Stadt, die Tag und Nacht arbeitet, damit wir das hier trinken können. Dieses Wunder, diesen Tee. Ich nähere mich dem Ende meiner Forschungen. Unser geliebtes London wird nicht mehr lange unter diesem lästigen Narren zu leiden haben. Und diese Schwester, von der ich hörte? Miss Fry? Miss Fry wird dran glauben. Ziemlich bald. Köstlich.